So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also mit der nächsten Partie in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund. Eine Partie, ich habe es im letzten Part schon angekündigt, wo wir heute die Dortmunder Titelträume endgültig beerdigen können. 55 Punkte haben wir, stand jetzt auf Platz 1, der BVB auf Platz 6 mit 44 Points. Heißt 11 Punkte Vorsprung auf die Dortmunder. Das ist ein ordentlicher Vorsprung bei einem Sieg, wenn es 14, und dann ist es aber mal endgültig vorbei für den BVB. Dann haben wir den nächsten Kandidaten abgeschüttelt. Gladbach steht noch vor der Tür, da können wir genau dasselbe erledigen. Und auch gegen die Bayern. Können wir den Bayern komplett mal hier ganz entschieden und gediegen, was auch immer, sagen, nö, Meisterschaft dieses Jahr ist nicht. Dieses Jahr sind wir dran. Von dem her können wir uns sehr drauf freuen, worauf wir uns auch sehr freuen können. Und damit sind wir bei dem Thema, wer den letzten Part nicht gesehen hat, der hat was ganz, ganz Krasses verpasst. Champions League Viertelfinale steht an, und zwar gegen Manchester United. Neymar, der ja vor 3-4 Jahren zu United gewechselt ist, wenn er da immer noch spielt, das werden wir uns dann später mal anschauen, zu Gast in Darmstadt. Ich habe es im letzten Part schon angesprochen, da müssen wir nochmal eben schnell einmal die Kabinen schön durchfegen, Freunde. Nach dem Training hocken wir uns da zusammen und dann putzt die ganze Mannschaft die Kabinen, damit sich der Rooney, der Neymar und der Pogba und Ibra und Co. sich relativ wohlfühlen. Bei uns, das ist natürlich Ehrensache. Dementsprechend, das wird sehr, sehr geil. Ich gucke jetzt mal ganz kurz rein. Premier League, Manchester United, wir gucken uns mal ganz kurz den Kader an. Mich würde es interessieren. Mich würde es jetzt einfach mal interessieren, auf wen wir das so alles treffen. Also, im Angriff. Adama, Memphis Depay, 37,5 Millionen Marktwert. Anthony Martial, wahrscheinlich ähnlich. Wayne Rooney, 87er Rating. Ah, Neymar haben wir ganz vergessen. Ja, mal ganz entspannt Neymar. 91er Rating. Im Mittelfeld. Fellaini, Blind, Herrera, Janusai. Alter, wie viele Spieler haben die? Marco Reus. What? Neymar und Reus. Schneiderlin, Schweinsteiger, Ashley Young noch mit am Start. Hinten haben sie Phil Jones, McNair, wie hat der sich entwickelt? Oh, schade, haben wir nicht. Marcus Rojo, Luke Shaw, 31,5 Millionen. Der gute Chris Smalling mit 24 Millionen. Holy shit, im Tor David De Gea, 40,5 Millionen. Fucking Neuer, 66,5 Millionen, 93er Rating. Neuer und De Gea, Alter, Neuer, De Gea, Victor Valdez, Sergio Romero, Sam Johnstone und Vanja Milinkovic-Savic. Wer auch immer das ist. Aber holy shit. Also das ist, glaube ich, mal eine Partie, in der wir nicht unbedingt als Favorit reingehen. Wir fassen nochmal zusammen. De Gea, Rooney, Schweinsteiger, Neymar, Reus, Smalling und wie sie nicht alle heißen. Ziemlich geile Geschichte. Freue ich mich drauf. Aber heute erstmal das Match gegen den BVB. Und in dem Sinne, wenn es euch heute wieder gefällt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. In den kommenden Tagen geht es dann schon gegen Dortmund. Da können wir uns, wie gesagt, dann mega drüber freuen. Aber es wird auch eine verdammt harte Geschichte, während ich da mal gerade die Mannschaft wieder umkrempe. Heute natürlich mit der Top 11 gegen die Jungs aus Dortmund, beziehungsweise die ja zu Gast bei uns sein werden. Mukhtar nehme ich mal mit für Frančić. Klötzchen, nehmen wir Klötzchen mit? Nee, nehmen wir nicht mit. Ich glaube, das passt so. Ich glaube, das passt so. In dem Sinne, heute die Möglichkeit in der Fußball-Bundesliga einen ganz großen Schritt zu machen. Ne? Wir können ja mal ganz kurz reinschauen, wie die anderen Partien vielleicht noch so letztendlich lauten. Wolfsburg gegen Hertha, die Bayern gegen Schalke, auch wieder ein direktes Duell da oben. Das können wieder ein ganz, ganz wichtiger Spieltag werden. Braunschweig gegen Köln. Braunschweig, die ja da hinten ums Überleben kämpfen, beziehungsweise fast schon nicht mehr kämpfen müssen, weil es fast vorbei ist. Ich bin gespannt. Also, gegen den BVB, der heute in Schwarz antritt. Bei Schauern, die stattfinden werden, regnerisches Wetter, dasselbe ist hier gerade heute aktuell, während ich aufnehme, im Frankenland auch der Fall. Ich habe es heute getwittert, ich habe das erste Mal, also wirklich seit einer gefühlten Ewigkeit, ich kann mich nicht daran erinnern, mal wieder eine lange Jogginghose daheim an. Es ist ewig, ewig her, aber heute wird es mal wieder Zeit. Krasser Scheiß, oder? Wollte ich nur mal schnell loswerden, einfach so mal ganz entspannt, vielleicht interessiert es jemanden. Das dazu. Kleine Info übrigens auch noch vorneweg, wenn ihr noch mitmachen wollt beim FIFA 17 Giveaway. Ich verlose ja in den Streams, erstens im Stream heute Abend auch nochmal eine Version von FIFA 17 unter allen Subscribern. Das Ganze wahrscheinlich am Montag auch nochmal. Und wir haben es auch schon gemacht. Also drei Versionen von FIFA 17 konntet ihr bislang auf Twitch gewinnen. Noch dazu auf Twitter und auf Instagram. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Das vorletzte Bild auf Instagram und der aktuelle Post bzw. Tweet, den ich ganz oben angeheftet habe auf meinem Twitter-Profil. Da steht alles mit dabei. Gewinnspiel ist noch bis zum 21.09. Heißt noch 4 Tage letztendlich öffentlich. Schaut da gerne vorbei, macht gerne mit und damit auch ganz viel Erfolg beim Giveaway. Vielleicht staubt er ja da was Schönes ab. Jetzt habe ich übersprungen. Vor lauter Quatschen überspringe ich jetzt einfach. Ich wollte mir doch mal die Dortmunder Mannschaft anschauen.
Well done, Schlappi. What a great YouTuber. Okay, vielleicht läuft unten nochmal was durch oder so. Beziehungsweise wir werden es dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit herausfinden. Es tut mir sehr leid, das war jetzt keine Absicht, aber das kommt davon, wenn man dann nebenbei so ein bisschen labert. Aber egal, wir gucken jetzt erstmal rein, dass wir das heute, wie gesagt, mit einem Sieg hinkriegen. Unentschieden Minimum. Dortmund ist nicht irgendwer, das sollte uns auch klar sein, heißt, es wird alles andere als eine einfache Partie, aber wir können das durchaus gewinnen und wir sind auch so ein bisschen der Favorit, gar keine Frage, in dieser Partie gegen den BVB. So, Mannschaftsausstellung von uns läuft unten durch, heißt vom BVB auch, guckt da gerne mal rein, wenn es euch interessiert. Mich wird da jetzt auch gleich mal reinschauen, wenn die dann irgendwann mal kommt. Jetzt kommt's ja. Ob der BVB da vielleicht nochmal die ein oder andere Verstärkung mitgenommen hat. Piszczek, Sean Williams, okay, Marian Saar, auch ein Dortmunder Talent. Erik Durm, ebenfalls seit ewigem dort, genauso Sven Bender, Henrik Mkhitaryan. Nicht bei United ja, sondern da noch bei den Dortmundern unter Vertrag. Weigl, Leitner, Origi und Ciro Immobile. Den gibt's noch? Der war doch aber nicht mehr im FIFA 16 Kader, oder? Vom BVB zur Karriere, zum Start. War der noch mit dabei? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Wenn nicht, dann hat sich der BVB den Herrn Immobile doch nochmal gekauft. Den einstigen Fehleinkauf nochmal geholt und ihnen vielleicht nochmal eine neue Chance gegeben, wer weiß. So, Freistoß für Dortmund. Wieso, weshalb, warum? Das weiß nur der Schiedsrichter. Aber soll er mal machen. 10 Minuten gespielt. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir das ein oder andere Ergebnis oben eingeblendet. Bayern gegen Schalke haben wir gesagt, ne? Was, glaube ich. Oder was gegen Schalke? Ich weiß schon gar nicht mehr. Was für uns am interessantesten sein wird. So, wir probieren mal den langen Ball, der nicht ganz so leider klappt. Boah, ich wollte gerade sagen, wo ist Tüton dabei? Sieht der nur genauso aus wie die Dortmunder, weil die dasselbe Trikot anhaben. Da müssen wir auch mal aufpassen, okay? Das könnte ein bisschen unübersichtlich werden. Ich dachte mir gerade, Alter, ist mein Tüton jetzt weggebackt? Aber der hat nur dasselbe Trikot an. So, Scher. Der unbedingt spielen wollte, der heute was zeigen soll. Ihr seht die Dortmunder. Ganz, ganz typisch mit frühem Pressing. Da müssen wir aufpassen, ne? Versuchen uns da sehr früh unter Druck zu setzen. Wir haben da nicht so wirklich die Möglichkeit, mal den ein oder anderen Raum nach vorne mitzunehmen, mal eben schnell zu spielen. Beziehungsweise wir müssen versuchen, schnell zu spielen. Kriegen das aber leider noch nicht hin. Aber vielleicht jetzt mal. Das ist schön gemacht. Das ist überragend. Mali auf Brand. Brand, gut gemacht von Piszczek. Mkhitaryan verliert da fast den Ball. Weigel macht es nochmal stark. Williams hochgelegt. Wieder gut von Weigel. Der Motor da, der Dortmunder aktuell in dieser Partie bislang. Mkhitaryan gut dabei wieder auf. Ciro Immobile gut von Shea. Brand, überragender Ball. Jetzt muss es einmal schnell gehen. Das ist schön gespielt. Nehmt ihn gut mit, lieber Mali. Das macht er auch. In der Mitte muss ein Trimmitsch kommen. Kommt da nicht. Williams wieder dazwischen. Bender hat ihn. Das könnte heute echt ein richtiges Geduldsspiel werden. Gegen den BVB Leitner. Schön nach vorne gelegt auf Ciro Immobile. Guter Zweikampf von Ta. Stark gemacht. Klünter, gut. Gerade noch so gut. Wie gesagt, Dortmund presst da sehr, sehr früh. Und damit müsste er erstmal umgehen lernen. Guter Ball, Mali. Kein Abseits, aber schlecht gespielt. Boah, muss ich eigentlich hochbringen dann, ne, in der Situation. So klappt es leider nicht, Origi. Schöner Ball nach vorne auf Moritz Leitner. In die Mitte gespielt. Guter Zweikampf, richtig gut agiert. So, einmal wieder schnell umschalten. Ich probiere mal den langen Ball oder auch nicht. Mkhitaryan, den Schritt schneller. Gut, von Kimmich. Oh, das ist ein Spiel geprägt von vielen Ballverlusten. Tüton holt den raus. Und damit haben wir die erste Möglichkeit. Przemyslaw Tüton, 29. Minute. Was eine Chance für den BVB. Ganz tief durchlaufen. Richtig gute Chance da. Und die nächste Ecke gibt es auch nochmal gleich hinterher. Mann. Puh, Jungs, konzentrieren. Heute hier nicht gegen den BVB verlieren. Nicht, weil uns der BVB wieder verdammt nahe kommt. Der ist noch relativ weit weg. Aber ich habe Sorgen, dass Wolfsburg kommt. Dass die Bayern vielleicht auch nochmal kommen. Mit denen muss der immer rechnen. Von dem her, lasst uns heute hier nicht verlieren. Bisher Dortmund, die etwas bessere Mannschaft, was das Offensivspiel angeht, was allgemein die Struktur angeht. Da steckt ein bisschen mehr Konzept dahinter als bei uns gefühlt. Mkhitaryan, der geht dann doch vorbei. Sehr, sehr spitzer Winkel. Wir müssen unser Spiel finden. Wir müssen unser Spiel finden. So, zieht sich Dortmund da gerade ein bisschen zurück? Ich würde sagen, ja, oder? Nicht mehr ganz so offensiv, nicht mehr ganz so auf Pressing bedacht wie die ersten Minuten noch dieser Partie. Und ich versuche es wieder mal einigermaßen ruhig rauszuspielen. Kimmich macht das gut, Hofmann. Schöner Ball, gut gespielt. Kimmich wartet auf den Lauf, der ein bisschen falsch kommt, beziehungsweise zu spät. Aber wir kriegen den Einwurf. Komm, lasst uns da vorne ein bisschen festsetzen. Einwurf Brand auf. Oh, der war schlecht. Ich habe den aus in den Lauf gespielt, wollte ich gar nicht. So, schön nach unten gelegt. Einfach mal ganz entspannt ruhig spielen. Alles okay. Wir müssen hier nicht gleich das Tor machen. Wir können auch erstmal eine halbe Stunde den Ball in unseren Reihen halten. Ne?
Hauptsache, wir verlieren den nicht gegen Dortmund. Die schnell umschalten, ist das ganz, ganz schwierig. Und dann war es abseits. Oh, das ist halt... Wir finden noch keine Lücken. Wir spielen ein bisschen zu behäbig, aber weil es Dortmund auch echt richtig stark macht und uns da kaum was anbietet. Das wird eine sehr, sehr interessante zweite Halbzeit. Da sind wir megamäßig gefordert. Gut gemacht von Hofmann, schöner Ball. Aber vielleicht kriegen wir einmal diese Lücke. Wenn wir die einmal kriegen, einmal schnell umschalten, dann klingelt es, das verspreche ich euch. Beziehungsweise dann muss es klingeln. Das ist das, was wir heute brauchen. Kimmich. Kimmich, guter Ball, kein Abseits und dann ist er nicht drin. Das ist die Möglichkeit, von der wir reden. Das war doch eine Abseitsposition. Richtig schöner Spielzug in der 44. Minute. Wir gucken rein, war das Abseits? Ja, ja, doch. Ganz knapp, ganz, ganz knappe Geschichte. Aber genau sowas brauchen wir. Diese Pässe, diese Art von Spielzüge gegen den BVB, um irgendwann ein Tor machen zu können. Der BVB mit dem ersten Fehler. Mali legt den hoch auf Brand, der nicht schnell genug ist. Schade. Kopfballduell, Drimmitsch gegen niemanden, den hat er. Mali, schöner Ball. Kimmich, Joshua Kimmich mit dem Schuss. Wir kommen rein und jetzt ist Halbzeit. Mensch, ungünstiger Zeitpunkt, wo wir endlich ein Spiel finden, wird der Schiedsrichter wahrscheinlich genau jetzt die Partie abpfeifen. Macht er das oder lässt er noch eine Chance zu? Er lässt noch eine Chance zu. Nein, jetzt werden wir durch. Jetzt pfeift er ab, ich werde verrückt. Also 0:0 nach 45 Minuten gegen den BVB. Braunschweig führt, ich werde bekloppt. Wolfsburg führt gegen Hertha, Leipzig gegen Gladbach 0:0. Hannover führt mit 1:0 gegen Frankfurt und Hamburg gegen Düsseldorf. Noch nicht angepfiffen, die Partie, Jungs. Oh, jetzt hätten wir diese eine riesen krasse Chance gehabt. Castro kommt rein für Leitner, etwas erfahrenerer Mann. Sonst ändert sich wahrscheinlich relativ wenig an taktischen Dingen beim BVB durch diese Auswechslung. Come on, Jungs. Zweite Halbzeit, 45 Minuten haben wir Zeit, um hier irgendwie ein Tor zu machen. Aufpassen, ne? Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Unentschiedener würde ich ja auch noch so mitnehmen. Wäre in Ordnung. Natürlich versuchen wir alles, um einen Sieg zu holen. Aber wir werden am Ende zumindest nicht alles riskieren. Sondern würden gegen den BVB da auch mal mit einem Punkt in irgendeiner Art und Weise... Was war das? Zufrieden sein. Schrägstrich werden wir auch zufrieden sein müssen, wenn es denn so kommt. Aber wir haben Zeit. Wir haben noch einiges an Zeit. Und die müssen wir sinnvoll nutzen. Weigel, oh, das ist stark gemacht. Das ist richtig gut gemacht. Da ist die Chance, Jungs, für Mkhitaryan, gut von Brandt. Wichtiger Zweikampf, schlecht geklärt. Immer noch Henrik Mkhitaryan auf Piszczek. Nein, nicht gut dazwischen. Mkhitaryan! Der hat zwar nicht geschossen, aber den Pass gegeben. Castro war es, der eingewechselte Mann. 54. Minute. Riesenmöglichkeit zum... Oh mein Gott, Alter. Schockt mich hier nicht. Zum 1:0. Jetzt vielleicht mal schnell umschalten. Brandt? Ja, genau so den Ball will ich sehen. Gnabry, der den gut mitnimmt. Gnabry, der das stark macht. Da ist Hofmann. Hofmann wartet auf Gnabry, findet den Gnabry. Gnabry, wo will er hin? Oh, da wird schon wieder... Guckt euch mal an, wie gut Dortmund jetzt schon wieder steht. Das ist krass. Mali, schöner Ball. Drimmitsch mit der Hacke. Das wird nichts. Piszczek kann ihn wieder rausspielen. Also Dortmund mit einer richtig guten Partie. Konnte man so erwarten, klar. Aber musste auch erstmal so spielen. Jetzt vielleicht. Da ist Ball. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Es gibt die Ecke. Bender, schön direkt reingebracht von Julian Brandt. Gute Aktion in der 60. Minute. Eckenvariante, Jungs. Eckenvariante. Vielleicht eine Standardsituation, die wir brauchen. Bender kann klären. Es entwickelt sich jetzt zu dem absoluten Topspiel. Nächste gute Möglichkeit. Bleibt weiterhin leider beim 0:0. Schöner Ball. Drimmitsch. Das ist kein Abseits. Möglichkeit Brandt. Brandt kommt nicht durch gegen Sokrates und es war doch Abseits. Ich dachte, der wäre kurz nicht drin gestanden. 63. Minute. Wir gehen mal ganz kurz rein. Ich will vielleicht einen Wechsel vornehmen, nämlich Brandt. Genau, der ist noch ein bisschen K.O. Leroy Sané kommt rein, der Ex-Schalker. In der Partie gegen den BVB. Da wird er sich freuen. Der weiß, was das bedeuten kann. Mali, schöner Ball. Hofmann, gut auf. Serge Gnabry. Gnabry zieht in die Mitte. Und dann spielt er den schlecht. Castro kann es wieder ordentlich rausspielen für den BVB. Mkhitaryan gut reingegangen in den Zweikampf. Den sollten wir kriegen. Den kriegen wir auch. Holland. Ganz, ganz stark. Dann allerdings ein schlechter Ball. Warum auch immer. Den hätte man durchaus ein bisschen besser spielen können. Braunschweig führt mit 2:0 gegen Köln. Das heißt, stand jetzt der erste Sieg. Scheer. Für die Braunschweiger. Das wäre ein Ding. Und das am 27. Spieltag. Stellt euch vor, die steigen jetzt irgendwie nicht ab. Das wäre eine Geschichte, die glaubt ihr kein Mensch. Gut geklärt, Fragezeichen, Hofmann, sah ab in den Zweikampf, schafft man nicht, abgelegt. Dortmund mit der nächsten Chance, Castro, der sorgt für mächtigen Alarm im zweiten Durchgang. Einige gute Möglichkeiten, die der Kollege da mittlerweile rausgespielt hat, Schrägstrich selbst abgeschlossen hat. Schöner Ball von Mali, kommt nicht durch, Durm ist dazwischen, Origi. Kommen wir nicht in den Zweikampf, gut gemacht, Gnabry, leider ein Foulspiel, hätte man auch ein bisschen anders
sich den Ball erobern können. Und es gibt jetzt hier auch die Auswechslung, Fragezeichen? Nee, aber er war kurz verletzt, der Durm. Scheint wieder alles zu klappen. Oder muss er doch raus? Oben links steht's geschrieben. Werden wir gleich sehen. Kimmich, das ist so halb gut. Shea, schöner Ball. Gnabry, gut gespielt. Rimic. Schöner Ball von Mali auf den Flügel. Sané kriegt diesen Ball, oder? Er kriegt ihn nicht. Wir brauchen mal wieder eine Chance, Jungs. Williams. Vielleicht jetzt? Drauf pressen, 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 pressen. Durm. Schade, es klappt nicht ganz. Und Castro, der da, wie gesagt, das Spiel sehr, sehr gut leitet. Der das richtig stark macht. Nächste Partie der Dortmunder gegen Braunschweig, die jetzt so ein bisschen im Aufwind sind. Können wir auch mal gespannt sein, ob es da vielleicht die nächste kleine Sensation gibt. Da war übrigens gerade mal Cavani. Flanke kommt nicht gut. Freunde, 77. Minute. Hier mal kurz, bevor wir den Konter führen, nochmal schnell einen Wechsel an. Vorne in der Offensive, let's go. Drei vom Wechsel, Müller, Maxi rein. Heißt, die komplette Dreierreihe vorne jetzt mal ausgetauscht. Schöner Ball auf Drimmitsch. Schön in die Mitte gelegt. Da ist Hofmann, das ist ein guter Ball. Da ist Serge. Gnabry, Bürki holt den raus. Riesending, war schwer letztendlich den abzuziehen. Macht das stark, der Gnabry. Und Bürki mit einer Glanztat. 80. Minute, bleibt hier beim 0:0. Oder fällt noch ein Türchen? Wie gesagt, ich werde jetzt hier in den letzten 10 Minuten nichts mehr riskieren. Ich bleibe hier taktisch, so wie wir auch schon dastehen. Castro fast mit seinem einzigen Fehler und der hätte sehr, sehr teuer werden können. Ich bleibe hier so, wie wir sind. Ich ändere hier taktisch nichts. Am Ende nehmen wir auch mal so ein Unentschieden mit. Guter Ball von Müller. Hofmann, das soll er nicht hinterball. In die Mitte wollte ich den spielen. Von dem her. Es wäre natürlich unfassbar wichtig, hier zu gewinnen, aber ein Unentschiedener ist auch noch in Ordnung. Ich will hier nichts riskieren. Aufpassen. Sokrates, durchgesteckt. Weigel! Tyton hat ihn. Es gibt hier unfassbar viele Chancen in diesem zweiten Durchgang. Das macht richtig Laune zuzuschauen, auch wenn es noch 0-0 steht, auch wenn wir noch kein Tor gesehen haben. Es ist richtig, richtig guter Bundesliga-Fußball. Maxi macht das stark mit der Hacke gespielt auf Nikolai Müller. Müller, oh, das wollte er ähnlich machen, schafft er nicht ganz. Gut, aber nach oben. So, Maxi macht er den Laufweg. Müller sieht Maxi. Überragendes Ding. Maxi, der ist frisch, der ist schnell und der hat noch den Ball gegen Sokrates. Oh mein Gott, macht der das überragend. Der lässt den Papa da stehen, als wäre der irgendwer. Hofmann. Oh, schlechter Ball. Castro, das darf nicht passieren. Möglichkeit, gut den Ball abgenommen von Mali gegen Castro. Und wieder versuchen wir es rauszuspielen. Schöner Ball nach unten. Oh, geh hin, geh hin, geh hin. Kimmich mit der Hacke. Sané, schlechter Ball. Draufschieben, Castro. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Die wahrscheinlich letzte Chance, die letzte Aktion. Nochmal Sokrates. Nochmal gut gemacht. Holland. Und dann ist Feierabend. Also, interessantes, sehr, sehr geiles Spiel. Auch wenn keine Tore gefallen sind. Ein 0:0 der allerbesten Sorte. Wir nehmen den Punkt jetzt einfach mal so dahin. Das ist in Ordnung. Ihr seht, Dortmund hatte durchaus ein paar richtig gute Möglichkeiten. Wir auch, allerdings ein paar zu wenig. Braunschweig holt tatsächlich den ersten Sieg. Wolfsburg spielt nur unentschieden. Das heißt, es bleibt alles beim Alten, was den Vorsprung auf Platz 2 angeht. Der bleibt bei 5 Punkten. Ganz, 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 ganz wichtig. Der VfL patzt. Leverkusen spielt erst noch. Können da nochmal ein bisschen rankommen mit einem Sieg gegen Augsburg. In Augsburg und die Bayern gegen Schalke. Können wir auch mal sehr gespannt sein, was die Jungs da treiben. Jetzt erstmal das Training. So, let's go. Und dann würde ich sagen, war es das schon so langsam für heute. Wittek Eto'o auf eine 72. Verbessert sich dann nochmal im Stellungsspiel. Benitez kurz vor der 65. Unser Keeper, unser Talent. Auch das sehr, sehr schön. Und dann ist das doch überragend. Hamburg besiegt Düsseldorf mit 2-1. Stand da noch. Danke, Chef. Gerne, gerne. Hier schon jetzt erstmal rein, Jungs. Daumen drücken. Wie spielt Schalke? Wie spielt Bayern? Wie spielt Leverkusen? Das sind die zwei Partien, die wir sehen wollen. Die drei Vereine, über die wir mehr Infos haben wollen. So, let's go. Also, Schalke, Bayern unentschieden und Leverkusen gewinnt. Okay, aber Bayern gegen Schalke, die nehmen sich gegenseitig Punkte weg. Ist das überragend? Wir gucken rein in die Tabelle. 27 Spieltage vorbei, 56 Punkte Darmstadt, 51 Wolfsburg, 49 Leverkusen, 46 die Bayern und Schalke und 45 Borussia Dortmund. Es riecht in Darmstadt ein klein wenig nach der Meisterschaft. Aber wir haben noch einiges vor. Jetzt erstmal gegen Gladbach, Tabellen-Siebter, die um die europäischen Plätze kämpfen und dann die Bayern, die aktuell um die Champions League kämpfen. Plus zwischendurch mal Manchester United. Dann Braunschweig und Co. Braunschweig übrigens mit 10 Punkten Rückstand auf den Tabellenplatz Nummer 16 auf die Relegation. Ist noch machbar, aber das wird hart. Nächste Partie gegen Dortmund haben wir gesehen für die Braunschweiger. So, wir gehen nochmal die letzten Tage voran und damit würde ich sagen, war es das dann, wie gesagt, für heute. Wir gucken mal, ob wir noch irgendeine spannende Nachricht kriegen. Wir hatten da scheinbar auch irgendwie eine Länderspielpause oder was auch immer. Scheinbar ein bisschen Zeit, uns zu regenerieren. Das tut uns auch nochmal gut vor den ganz, ganz wichtigen Wochen, die jetzt dann
vor der Tür stehen. So, Benitez macht weiter Fortschritte, genauso Horn und Wittek, das freut uns. Orban Klotz bleiben da erstmal gleich. Und dann, wie gesagt, am morgigen Tag die Partie gegen Borussia Mönchengladbach. Erstmal reinschauen hier, warte mal. Ich lobe unsere Jungs mal, das war ein gutes Spiel. Monatsbericht Jugendmannschaft. Das sind die Kollegen, Benitez, Marcano, Marco Horn und Rodrigo Moreno. Okay, warten wir einfach mal ab, schauen wir mal rein. Nee. Antonio Rüdiger, Trainingsverletzung. Rüdiger fällt für 2 Monate aus, heißt für den Rest der kompletten Saison. Ist das bitter. Ta Scherde übrigens jetzt bei einer 84 ist. Dann rutscht Zulu dementsprechend als Ersatz Nummer 1 jetzt mittlerweile rein. Nicht weiter tragisch. Ein Klünter könnte auch noch als Innenverteidiger spielen. Aber seht ihr, damit war es gut, dass wir uns da auf jeden Fall nochmal verstärkt haben in der auf der Innenverteidigerposition mit Ta. Sonst wäre das sehr, sehr bitter jetzt und sehr, sehr eng mittlerweile. Okay, sehr schade, aber noch okay. Da können wir zumindest was tun und haben gleichwertigen Ersatz, beziehungsweise ja sogar 2 bessere gesetzte Innenverteidiger. Holland möchte verkauft werden, das werden wir dann alles mal abklären, wenn es soweit ist, Kollege. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Und der Spieler des Monats ist bekannt gegeben worden, den will ich mir auch nochmal anschauen, wer das letztendlich ist. So, Spieler des Monats, Tyton! Sehr geil, der Darmstädter, also Tyton holt sich hier die Spieler des Monats, Trophäe, was auch immer. Und wir spielen gegen Borussia Mönchengladbach das Ganze dann morgen. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Wenn ihr mehr jetzt nur lasst ein Abo da und verpasst nichts. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Guckt heute Abend gerne im Livestream vorbei. twitch.tv/badeschlappenep. 19 Uhr geht's los. Wie gesagt, auch wieder mit der Chance auf eine Version von FIFA 17, die ihr gewinnen könnt. Genauso auf Twitter und Instagram. Auch das mal abchecken. Und damit bin ich raus. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.